Morgen. Was machen wir denn heute? Was? Was machen wir denn heute? Wir müssen Fahrrad. Wir müssen Fahrrad. Ja. So geht's, ne? Schauen wir mal. Ja, wir haben uns entschieden, mal eine kleine Runde zu drehen, weil wir den Urlaub nicht ganz so sinnlos verstreichen lassen in Zeiten der Corona-Krise. Und werden nicht viele Kilometer machen. Wir werden hier schön im Umkreis bleiben, weil wir echt schön wohnen. Und das wollen wir uns einfach mal angucken, wie schön wir wohnen. Heute sind es locker, schlocker, geschmeidige, ich schätze mal so 30 Kilometer, vielleicht auch 35. Wir fahren, also das Hauptziel ist der Campingplatz in Rühle, in der Rühler Schweiz. Kirchenzeit ist vorbei. Nee, ist gar nicht vorbei, ne? Die Blütezeit ist halt nur vorbei. Vielleicht können wir in Rühle ein paar Kirschen pflücken. Da werden wir auf dem Campingplatz nächtigen und werden erstmal alles aufbauen. Dann fahren wir nochmal nach Bodenwerder rein, trinken schön das Kaffeeflasche Bier. Heute Abend essen wir nochmal beim Griechen da. Hier müssen wir rechts. Und dann schauen wir mal, was der Tag so bringt, ne? Ja, was soll man sagen? Das wunderschöne Weserbergland. Hier ist die Weser eingeschlossen und umgeben von Bergen. Das ist halt so. Ganz tolle Landschaft. Direkt vor der Haustür. Ja, echt klasse. Wetter passt. Ist wieder mal großartig. Und der Radweg ist auch sehr, sehr schön. Wunderschöner Radweg, ne? Total klasse, oder? Ja. Juhu. Total schön zu fahren. Ja? Total schön zu fahren. Ja. Schön. Erstmal lecker Kaffee. Mmh.
Schleichwerbung machen hier. Schön hier. Morgen. Ja, es ist der Morgen des zweiten Tages. Der erste Tag ist gut verlaufen. Es ist recht frisch heute Morgen. Ich bin mal gespannt, was meine Frau gleich sagt, wenn sie aus dem Zelt krabbelt. Ich schätze mal, die hat ein bisschen gefroren. Ja, die Gegend ist wieder ganz toll. Leider ist der Berg im Weg. Sonst hätte ich jetzt schon Sonne. Das heißt, wir müssen gleich ein bisschen länger warten, bis wir die Zelte trocknen können. Aber da vorne kommt die Sonne schon langsam runter auf dem Radweg. Ich denke mal eine Stunde noch. Dann können wir die Zelte auch trocknen, kein Problem. Ja, so sieht es ja aus. Schön, kann man nicht anders sagen. Ja, also mal ein Käffchen trinken. Und dann sehen wir weiter. Tschüss. Kirschen. Thank you.
den wir fürstlich gespeist haben beim Griechen Akropolis. Was ein ausgefallener Name für einen Grieche, ne? Nee, war sehr, sehr lecker in Bodenwerder, kann ich nur empfehlen. Reichhaltig, zum günstigen Kurs und saulecker. Richtig, richtig gut. Ja, jetzt haben wir gerade noch mal einen kleinen Zwischenstopp gemacht hier bei Kick. Meine Frau kauft sich noch eine Fließdecke. Sie hat bitterlich gefroren heute Nacht. Bei mir ging es eigentlich. War okay. Und ich glaube, wenn sie Glück hat, dann kauft sie auch noch eine Wärmflasche. Ja, wir müssen heute ein bisschen heißes Wasser machen mit dem Trank hier. Damit es auch mollig wird im Zelt. Ja, und jetzt düsen wir gleich Richtung Einsen. Da werden wir uns auch ein schönes Plätzchen suchen. Und werden dann noch eine Nacht Übernachtung, bevor es dann morgen nach Hause geht. Ja, tschüss. Raten, wer es richtig gut hat. Aber das wäre unfair. Ich gebe euch einen kleinen Tipp. Es ist keiner von euch. Ja, wir. Also nicht ihr, sondern wir. Sehr, sehr gut. Prost. So, wir haben uns schon schön eingerichtet hier in Heinsen auf dem Campingplatz. Ja. Ja, schön. Wie geht's dir denn heute? Was? Wie geht's dir denn heute? Ach, du bist kaputt, aber sonst geht's. Keine 20 mehr. Ja, das ist. Du musst jetzt hier auf Erde rumkriechen. Naja, das wird gehen. Auch ein klasse Campingplatz hier in Heinsen, kann ich nur empfehlen. In Heinsen an der Weser. Sehr gepflegt, günstig. Ja, ist schön hier. Großer Pool. Was heißt groß? Relativ groß. Größer als Karlshafen. Also. Ja, ansonsten schön überschaubar. Aber wirklich ganz klasse gepflegt. Schöne Ausstattung. Im Bad und WC ist alles okay. Tschüss. So, wir nutzen jetzt die Gelegenheit und ziehen mal Resümee von unserer kleinen, aber feinen Radtour. Wie gesagt, wir waren nicht lange unterwegs. Insgesamt 3 Tage, 2 Übernachtungen. Aber hat trotzdem viel Spaß gehabt. Wir waren auch nur hier bei uns in der Gegend, wo wir wohnen. Also wir waren nicht weit. Wir haben so 100 Kilometer roundabout gemacht, wenn wir morgen daheim angekommen sind. Und wir nutzen jetzt die Gelegenheit, hier das Resümee zu ziehen, weil das ist echt das Highlight der Tour. Der Campingplatz in Heinsen. Heinsen. Ist saugeil. Ist direkt bei uns um die Ecke. Also mit dem Auto 1/4 Stunde. Ist wirklich sehr, sehr schön. Ja, wir nutzen heute die Gelegenheit mit dem schönen Wetter und ja, mit dem schönen Campingplatz sind wir gerade mal einmal rumgegangen und wir haben tatsächlich nicht eine Ecke gefunden, die ranzig ist. Der Campingplatz ist also wirklich richtig. Also wir haben ja schon einiges erlebt, aber das ist hier die Krönung. Also das ist schon 6 Sterne. Ja, fest. Wirklich. 4, 5, 6 und so sauber und ordentlich. Der Rasen ist wie mit der Nagelschere geschnitten. Okay. Sanitären Anlagen sauber, alles. Alles. Also ich habe nicht eine ranzige Ecke gefunden. Nö, klein aber fein. Ja. Und wirklich top in Schuss.
Auch die Häuser, wenn man sich hier mal anguckt, ne? Das ist alles wirklich richtig toll. Alles super sauber. Aussicht ist auch richtig, richtig, richtig klasse. Ja, natürlich den besten Platz. Wir hatten am Abend ein bisschen Schatten im Zelt. Haben wir aber nicht genutzt. Wir haben nämlich unten an der Weser gesessen, an dem wunderschönen Weserstrand. Genau. Und haben uns die Sonne auf dem Pelz brennen lassen, wie sich das gehört. Ja. Ja. Wie fandest du es? Ich fand's super. Fand's super. Mhm. Ja, schön. Ja. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Tschüss.